Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Progressing Recruiters Lives Everywhere Podcasts. Ich bin Lisa, Recruitment Consultant hier bei Amoria Bonds und spreche heute mit meiner lieben Kollegin der Berna, die mit mir ebenfalls als Recruitment Consultant in unserem Kölner Büro arbeitet. Vielen lieben Dank, Lisa. Ich freue mich darauf, heute einige Einblicke in den Alltag eines Recruiters oder wie in unserem Fall einer Recruiterin zu geben. Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen, würde ich sagen. Berna, kannst du uns durch einen typischen Tag bei Amoria Bond führen? Wie beginnst du deinen Tag und wie endet er? Gerne, Lisa. Mein perfekter Morgen beginnt tatsächlich mit dem Besuch ins Fitnessstudio. Anfangs habe ich das wirklich noch für utopisch gehalten, aber mittlerweile merke ich wirklich, wie viel Energy ich habe, wenn ich meinen Tag damit starte. Angekommen im Büro ist das Erste, was ich mache, erstmal meinen Kaffee mit Hafermilch und dann beginnt auch schon der typische Tag auf der Arbeit. Als Erstes checke ich natürlich meine Mails, damit priorisiere ich gleichzeitig meine Aufgaben für den Tag und kann anschließend meine Kundenmeetings, die ich meistens vormittags habe, wahrnehmen, um deren Anforderungen zu verstehen und über den Fortschritt des Rekrutierungsprozesses zu informieren. Der Großteil des Tages wird damit verbracht, geeignete Kandidaten über unser Netzwerk oder die geeigneten Portale zu suchen. Und abends stehen dann oft Events mit den Kollegen an oder das Lesen von Branchennews, einfach nur, um auf dem Laufenden zu bleiben. Zu meinen persönlichen Abendroutinen gehört natürlich auch das Kochen zu Hause oder auch mal eine Yoga-Session im Wohnzimmer. Aber nun zu dir, Lisa. Gibt es Herausforderungen, die dir im Arbeitsalltag begegnen? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, absolut. Also zunächst natürlich einmal dieses Jonglieren mit mehreren Aufgaben und auch natürlich deren Priorisierung, was natürlich herausfordernd sein kann. Aber dabei hilft natürlich immer sich klare Ziele zu setzen oder auch Deadlines natürlich, um einfach den Arbeitsaufwand effizient bewältigen zu können. Außerdem erfordern enge Deadlines und die Erwartungen der Kunden schon eine gewisse Anpassungsfähigkeit und auch ein schnelles Denken. Und was man natürlich auch immer bedenken muss, man arbeitet ja mit Menschen, was auf der einen Seite natürlich super erfüllend ist, da man bei einer erfolgreichen Vermittlung einfach den Kunden und den Kandidaten zusammenbringt. Wobei aber auch, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, unerwartete Absagen, vor allen Dingen natürlich auch von Kandidatenseite, den Arbeitsablauf auch immer schon mal stören können. Aber genau deshalb ist eine proaktive Kommunikation einfach der Schlüssel. Und zuletzt finde ich Organisation absolut entscheidend, einfach um diesen ständigen Strom von E-Mails, Anrufen und Meetings bewältigen zu können. Genau, aber Berna, wenn wir jetzt mal die Arbeit kurz beiseite lassen, welche anderen Aspekte und Vorteile erlebst du denn bei unserer Arbeit im Recruiting, speziell jetzt natürlich bei uns bei Amoria Bond? Wie würdest du die Unternehmenskultur zum Beispiel beschreiben? Ja, also zunächst einmal finde ich wirklich toll, dass wir alle hier die Möglichkeit haben, uns bei verschiedenen Initiativen zu beteiligen, um der Community einfach auch etwas zurückzugeben, beispielsweise der Charity Day. Da können wir tatsächlich einen Arbeitstag nutzen, um beispielsweise im Tierheim auszuhelfen. Ein weiteres Beispiel, das mir sehr am Herzen liegt, ist das Projekt Peru. Da sind wir natürlich auch schon vor Ort gewesen in Las Laderas, haben da die Gemeinde bei Bauarbeiten unterstützt und dabei ist natürlich auch ausschlaggebend, dass wir Kinder und Familien vor Ort supporten konnten. Dann gibt es natürlich auch noch das Culture-Komitee. Jedes Büro hat sein eigenes Komitee, in dem sich Mitarbeiter einbringen können, um die Kultur ihres Büros mitzugestalten. Dazu gehören dann natürlich auch regelmäßige Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Büros, seien es Lunchclubs, Sales-Trips, Veranstaltungen, wie zum Beispiel die letzte Bootparty mit dem Team. Da hatten wir auch unseren eigenen DJ und konnten die Fahrt über den Rhein richtig genießen. Im Büro gibt es dann natürlich auch Yoga-Sessions in der Mittagspause, an denen jeder teilnehmen kann. Ich muss jetzt aber auch wirklich sagen, das waren auch nur einige Beispiele von vielen. Wir haben wirklich so viele Incentives und Veranstaltungen, das ganze Jahr über, also ganz getreu dem Motto Work hard, play hard. Genau. Oder wie siehst du das, Lisa? Ja, absolut. Also da gehe ich total mit. Ich glaube, das kann man alles gar nicht so aufzählen. Das ist einfach, die Menge ist da viel zu groß. Genau. Ein weiteres Thema ist Learning und Development, das meiner Meinung nach in jeder Karriere entscheidend ist. Lisa, welche Strategien empfiehlst du, um mit Branchentrends im Recruiting Schritt zu halten?
Ja, kontinuierliches Lernen ist ja einfach entscheidend, um im Recruiting wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich nutze persönlich ganz gern einfach unsere internen Trainings von Amoria Bond und unser L&D-Team, also Learning and Development heißt es. Aber ich suche mir auch ganz gern externe Workshops, einfach um meine Fähigkeiten weiter zu verbessern. Ja, was noch? Was total cool ist, ist zum Beispiel auch unser Weiterbildungsbonus, den ja Amoria Bond jedem Einzelnen hier zur Verfügung stellt, um sich auch unabhängig jetzt vom internen L&D-Team oder den internen Weiterbildungsmöglichkeiten auch externe Workshops, Mentoring und Coaching-Möglichkeiten ja mitzunehmen. Klar, einfach um ja auch nochmal andere Einblicke und Orientierung zu gewinnen. Und als allerletztes vernetze ich mich natürlich auch immer gern mit Gleichgesinnten, wie jetzt hier natürlich auch, einfach um Best Practices auszutauschen oder auch innovative Ideen. Genau. Zurück zu dir, Berna. Was würdest du denn sagen, sind einige typische Missverständnisse über die, ja, Recruiting-Branche und wie würdest du darauf antworten? Ja, ein Missverständnis könnte natürlich sein, Recruiting bedeutet nur, Lebensläufe mit Stellenausschreibungen abzugleichen. Das stimmt so natürlich nicht. Da gehört durchaus mehr dazu. Denn als Personalberaterin ist man, wie es jetzt auch schon im Wort drinsteckt, in erster Linie eine Beraterin für Kunden und Kandidaten. Dann gibt es natürlich auch noch den Vorurteil, Recruiting ist ein stressiger Beruf ohne Work-Life-Balance. Natürlich gibt es mal Tage, an denen man die Extrameile geht, aber wenn man seinen Tag strukturiert und organisiert startet, da bleibt auch noch genügend Zeit für das Privatleben. Ja, was ich auch super oft höre, ist, Recruiter fokussieren sich hauptsächlich auf Kaltakquise. Ich glaube, hier muss man nochmal den Fokus vor Augen halten, denn es geht ja hauptsächlich um den Aufbau einer Kunden- und Kandidatenbeziehung und dann auch noch darum, diese Beziehung auch aufrechtzuerhalten. Absolut, ja. Zum Abschluss, Lisa, welche Tipps würdest du neuen Recruitment Consultants geben, die ihre Karriere gerade in diesem Bereich beginnen oder beginnen möchten? Ja, das kommt natürlich häufiger vor, gerade wenn wir New Starter hier haben. Genau das, was ich immer sage, das ist so meine Nummer eins, bleibt auf jeden Fall resilient und widerstandsfähig. Ja, auch wenn man mal auf Herausforderungen stößt. Ja, konzentriert euch darauf, echte Beziehungen, wie du gerade schon gesagt hast, zu Kunden und Kandidaten aufzubauen. Investiert natürlich auch kontinuierlich einfach Zeit in eure berufliche Weiterentwicklung. Auch ein sehr guter Tipp an der Stelle, wende ich auch selber häufig an, sucht euch einfach Mentoren, ja, unter den erfahreneren Recruitern und nutzt, ja, die von der Firma bereitgestellten Ressourcen. Und ja, vielleicht noch so als letzter Punkt, bleibt einfach anpassungsfähig und offen für neue Chancen und Erfahrungen. Vielen Dank, Lisa, für deine Insights an unsere Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge einiges mitnehmen konntet. Bleibt dran für weitere Episoden und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.